Da sind wir wieder im Einsatz. Der kleine Fan, 15 Minuten ohne Schnitt und das von unserem Problemstandort hier vor der Haustür. Ihr habt schon öfters gefragt, dass ich schon ein bisschen darüber berichten sollte, wie hier die Gerste aussieht. Da wird es nächste Woche auch noch ein bisschen mehr zu geben. Aber aktuell macht sie mir Sorgen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die Gerste zu Beginn aussah? Sie war extrem fleckig, extrem unterschiedlich. Ich habe es auf die Düngung geschoben und manche von euch haben mir gesagt, das könnte Gelbverzweigungsvirus sein, aufgrund von Läusebefall. Ich habe kaum Läuse gefunden im Herbst, fast gar nicht. Und deswegen habe ich diesen Grund abgetan. Ich habe es so ein bisschen mehr auf die Technik geschoben. Sieht man da zum Beispiel. Unser Güllefass hat ja extrem unterschiedlich verteilt. Natürlich auch auf die Kälte, deswegen auch dieser extrem lückige Bestand, den man hier in der Region eigentlich überall sieht. Aber ich glaube, der Gelbverzweigungsvirus war nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung. Was wir zum Beispiel aber jetzt hier sehen können, wenn man genau hinschaut, ist der Klee. Wenn der Klee kommt, wisst ihr noch? Da. Da, überall Klee. Dass ich die Untersaat gemacht habe, Untersaat mit Klee. Was haben wir den gemacht? Oh, vor 4 Wochen, 6 Wochen. Da haben wir hier einen Klee reingesät mit der Güttler. Und das hat funktioniert. Wenigstens etwas. Spricht aber dafür, dass die Herbizidmaßnahme, die vorgelegt haben, relativ harmlos war. Stellenweise sieht man auch richtig, wie das Unkraut hochkommt. Aber wir haben auf dieser Fläche ein paar Erfahrungen jetzt sammeln können. Müssen. Sieht erstmal durch die Bank echt unterschiedlich aus. Unterschiedlich bis scheiße, aber die Gerste ist auch eine Pflanze, die nicht unbedingt diese Extremwitterung aus diesem Frühjahr haben kann. Ist einfach zu kalt oft gewesen. Und deswegen ist das schon mal ein Grund, warum die Gerste scheiße aussieht. Das mag sie einfach nicht. Ein zweiter Grund ist definitiv der Herbst gewesen. Dieser frühe Läusebefall, den wir nicht behandelt haben, hat auf jeden Fall wohl dazu beigetragen, dass da Stellen scheiße aussehen. Ja, und wir haben auch noch knapp gedüngt. Also ich habe noch ein bisschen Luft hier. Nach Düngebedarfsermittlung zeige ich euch gleich. Mache ich gleich mit dem Hinterkopf zusammen, wie viel wir düngen dürfen. Sind wir noch an der knappen Kante und ich denke, jetzt, um da noch ein bisschen was Gutes zu tun, ist das jetzt ein halbwegs gescheiter Zeitpunkt. Eine Qualitätsgabe zum Schluss brauche ich nicht mehr, weil ich muss die Gerste retten. Was uns aber megamäßig aufgefallen ist, ist, dass wir hier Riesenunterschiede sehen zwischen im Düngezeitpunkt mit der Gülle. Und zwar ungefähr da, ab da, wo Jan Hinnack steht, da haben wir die Gülle später reingefahren. Wie viel später haben wir die Gülle reingefahren, Jan Hinnack? Hä? So früh wie ging, oder nicht? Die Gülle hier rein? Ja, wie später war das? 6 Wochen später? Nee, 4 Wochen später. Was, zu dem Erst? Ja. Nee, keine 4 Wochen. Ja, dann waren es wieder 3 Wochen. Okay, 2 Wochen. Leute, hier waren 2 Wochen. Ich würde sagen 3 Wochen. Könnte man nachschauen in der Ackerschlagkartei. Aber rechts früher, links später. Wie kann das? Die Gerste sieht im Ganzen ein bisschen besser aus. Kamille kommt durch, Unkraut des Druckes hoch. Aber sieht im Ganzen ein bisschen besser aus. Könntest du mal eben mich filmen? Voll drauf, ey. Wieso komme ich jetzt so spät auf die Idee, dass es der Gelbverzweigungsvirus sein kann? Ich habe gestern einmal gegoogelt, was macht der Gelbverzweigungsvirus? Ihr macht die Wurzeln kaputt. Hier sind sie relativ gut sogar noch ausgeprägt. Aber im Großen und Ganzen gefallen mir die Wurzelpakete überhaupt gar nicht. Da hinten, können wir gleich mal buddeln, da sind wirklich nur ganz einzelne Hauptwurzeln zu erkennen und der Rest ist weg. Naja, deswegen habe ich jetzt die Kamera, den Spar die ganze Zeit mitgeschleppt. Düngeplanung wollte ich mal zeigen. Können wir mal auf der App filmen. Mal prüfe Daten. Wir reden und sagen weiter. Oh, das ist unsere, jetzt tut's, App von der Firma Helm. So, kann man irgendwas erkennen außer mein Gesicht. Jetzt gehen wir mal drauf. Ich hätte mich hier schon den Auftrag angelegt. Düngeplanung, Länge.
Was? Habe ich ihn nicht abgelegt? Das ist jetzt nicht wahr. Hä? Ja, den von dir? Habe ich. Halbe Türstellen. Okay, aus irgendwelchen Gründen habe ich die Daten jetzt nicht hier. Doch, 30 Kilo. Jetzt habe ich es hier gelesen. 30 Kilo. Also 1,5 Kilo von dem Flüssiger. Ich habe nur leider das falsche Feld ausgewählt, Idiot. Mein Fehler. Genau, also wir müssen jetzt noch 30 Kilo Stickstoff drauf fahren. Und wir haben jetzt einen Flüssigdünger geladen, der hat 19% Stickstoff. Pro 100 Kilogramm. Das sind wie viel Kilo? 19. Korrekt. Okay, und jetzt müssen wir wissen, weil es dieser Flüssigdünger ist, müssen wir wissen, wie viel Liter müssen wir ausbringen. Warte. Ja, du bist 1,28? 1,26. Weil der Faktor von diesem Flüssigdünger ist 1,26. Flüssigdünger ist... Nein, 1,26. Aber also, kann sein, dass Janis es gesagt hat. Janis. Aber in der Regel ist es 1,28. Also das, was ich dieses Jahr, Anfang des Jahres, als Zahl bekommen hatte und das die letzten 10 Jahre auch 1,26 war. Das ist eine Mischung von AL und ASL und keine Ahnung was. Okay, wir rechnen jetzt hier die 30 Kilometer gesagt. 30 durch 19. Dann haben wir 1,57 Kilogramm, die wir ausbringen müssen, durch 1,26. Also 157 Kilo Projekt, da müssen wir ausbringen, um die 30 Kilo zu kriegen. Und um das Liter umzurechnen, brauchen wir jetzt 125 Liter. So, das tun wir jetzt mal ausbringen. Du gehst schon mal auf den Trecker, klappst schon mal die Maschine aus. Und ich versuche immer mit dieser ganzen Klamotte klarzukommen. Da sind voll die dicken Abdrücke auf der Linse gewesen. So, hopp. Wie anschließen? Ha? Ist doch gar nicht angeschlossen. Okay, dann gehe ich drauf. Dann tu du filmen. Das Einzige, was fehlte, waren Stromstecker. Alles andere war angeschlossen. Ja, aber sind nicht zwei Stromstecker? Ja, der eine ist. Den einen steckst du hier unten rein. Hallo, wir filmen. Wir müssen 15 Minuten machen. Oh. Warte nicht. Der eine ist für den. Ich zeig's dir mal kurz hier. Ich wusste wo, aber ich hab's irgendwie nicht so ganz geblickt. Also, wir haben ja hier quasi die Section Control Box zwischengeklemmt. Ich fahr mal ein bisschen zurück. Kannst du dir Spaten mal eben schnappen? Ah, hat er schon. Wir haben quasi diese Spritze umgerüstet. Und zwar war vorher bloß diese Steuerung drauf. Das ist eine T-Jet-Steuerung. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und da habe ich gesehen, dass die Firma, diese Firma hier, auch dafür eine elektrische, GPS-gesteuerte Spritzsteuerung anbietet. Da ist der Knaller hier. Genau. Und seitdem haben wir hier Spritzen mal mit GPS. Teilflächenspezifisch mit GPS-Abschaltung und allem Zip und Zap. Habe ich euch ein paar Mal gezeigt. Okay, jetzt wollen wir eben die Menge einstellen. Was haben wir gesagt? 125 Liter, ne? Ja. Da gehst du einfach unten auf das Gelbe drauf. Auf Einstellung natürlich. Und änderst hier auf 125 Liter um.
Das war's schon. Jetzt gehen wir wieder hier drauf. Und dann gehen wir auf Navigation. So, jetzt machen wir die Zapfwelle an. Muss noch. 540 Euro. Oh ja. Hat der beste Trecker der Welt nicht irgendwelche Mucken zwischendurch gemacht, oder? Bitte auf der Steuerlinie nicht. Gut. Außen machen wir jetzt zu, weil außen ist Blühstreifen. Blühstreifen, genau. Und Blumen mögen es überhaupt nicht, wenn die überdünnt werden. Okay, und jetzt können wir eigentlich. Ich weiß, euch läuft es wieder schwindelig, ich weiß. Spritzer machen. Jetzt zeigt er uns an, dass hier was kommen sollte. Aber solange wir nicht fahren, kommt auch nichts. Ja, war letztes Mal Lady-Spritze. Deswegen sehen die anfangs irgendwann immer so scheiße aus. Oder man macht das gescheit. Siehst du da, was kommt? Nein. Ich auch nicht. Ja, das ist ja der Klassiker, muss ne? Muss man noch irgendwas umstellen, anheben? Nö, eigentlich nicht. Geh mal runter. Also das muss ich ja wirklich sagen. Sobald man anfängt zu filmen und versucht, irgendwelche Sachen zu machen, merkt man ganz schnell, dass man so am Limit ist. Es wäre nicht passiert, wenn man sich nur auf die eine Sache konzentriert, aber... Das sieht also so lieb aus hier hinten, ne? So klein. Hm? Wenn man den anderen Trecker gewohnt ist, sieht der 12er von hinten so lieb aus, so klein. Also theoretisch müsste es funktionieren. Also was ich sagen wollte, wenn man solche Sachen macht und dabei redet, spricht und tut und macht, dann vergisst man einfach zwischendurch schon mal Sachen. Aber theoretisch müsste es funktionieren. Oh. Haben wir denn zu wenig Fahrgeschwindigkeit? Nein, eigentlich müsste es laufen. Haben wir denn zu wenig Geschwindigkeit generell? Nein. Okay, ich bin immer komplett überfragt. Okay, wer kann dieses Problem lösen? Also laut Computer spritzen wir, aber... Wir spritzen nicht. Wir spritzen gar nicht. Was ist jetzt los? Zapfwelle läuft. Zapfwelle läuft, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Ist irgendwie ein Ventil, was nicht funktioniert? Ach man. Sorry für diese nervigen Bilder. Vielleicht müssen wir dieses Video einfach löschen. Nein. Okay. Wir werden jetzt die letzten 3 Minuten damit verbringen, irgendwie euch zu erzählen, warum es nicht funktioniert. Wir haben übrigens diese lustigen Schleppschläuche an der Spritze. Seht ihr das? Ja, ne? Was habt ihr gesehen? Die sind dafür da, damit der Flüssigdünger unten ins Getreide kommt und nicht auf die Blätter. Weil es kann dann doch schon mal zu Verätzungen führen, wenn wir das nicht tun würden. Und deswegen lassen wir das so, wie es ist. Habe ich denn hier den falschen? Ne. Also ich bin der festen Überzeugung, dass alles richtig ist. Mach du das mal, fahr du mal los. Ich werde mal von außen gucken. Einfach mal geradeaus fahren, vielleicht fällt mir was auf. Jetzt haben wir schon mehr platt getrampelt, als wir an der Trage erwarten können. Oh, Leute, 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 Leute. Mach mal, schalt mal einmal hoch und runter, den Hauptschalter. Ja. Er schaltet nicht. Er schaltet nicht. Keine Ahnung. Okay, ich lasse euch auch ein bisschen mitlaufen hier. Nee, nee, da hat nichts mehr dran zu sagen. Das ist egal. Das ist egal. Schalt mal einzelne. Mach mal auf und dann schalte mal einzelne. Genau. Schalte mal! Nein. Also da sind die Steuerventile für die einzelnen Segmente. Aber das Ganze will nicht schalten. Halt mal bitte hin. Theoretisch kann man da nicht viel falsch machen. Nein. Man soll die nie sagen, aber... Die ist jetzt aus. Kannst du wieder anmachen? Auf Pro, auf Pro muss er. Pro links. Warte. Genau.
Signal weiter. Tja, Leute. Ist wieder aus, ne? Klar, der wäre ja, an, wenn er aus, wenn er nicht richtig angeschlossen wäre. Machen wir wieder an. Warum steht er denn hier eigentlich auf 110 Meter? Ist egal. Er hat nichts mehr zu sagen. Also, das kann ich mal sagen. Die alte Steuerung hat nichts mehr mit dem zu tun. Der wird nur noch über die neue Steuerung gesteuert. Und das alte Ding ist eigentlich nur noch dafür da, damit die Schalter nicht runterfallen. Die Schalter brauchen wir noch für die manuelle Abschaltung am Rand, aber sonst nichts mehr. Irgendwas haben wir noch vergessen. Machen wir alle auf, bitte. Okay, dann fahr mal los. Ich schau mal hier weiter mit. Fahr weiter. Naja, ich dachte, ich hörte was. Dann bleibt alles zu. Jetzt ist Aufgang. Was? Ich hab den großen aufgemacht. Ja, machen wir dazu? Okay. Mach mal die einzelnen hinten zu. Ja. Und jetzt machen wir den großen auf. Jetzt alle anderen auf, oder? Machen wir alle wieder auf? Jetzt noch. Hä? Das verstehe ich nicht. Eigentlich müsste es laufen. Fahr mal ein bisschen schneller, bitte. Manchmal hängt es auch an der Fahrgeschwindigkeit, aber... Stopp! Also er schaltet. Die stehen alle richtig. Was habe ich vergessen? Der ist richtig, also, oh sorry, hier ist die Spülschleuse. Machen wir bitte eine andere Zapfwelle rein, ob es die Zapfwellendrehzahl zu gering ist, aber das kann ich auch nicht. Hier das größere. Ah, Flüssigdüngung, das wäre ein bisschen dicker, aber. Okay, jetzt mal. Ach, ich darf das auch nichts ausmachen. Ne. Da kommt der Janis, vielleicht weiß der was. Fahr mal weiter, fahr mal zum Janis hin. Wir wollen ja sehr großkotzig zeigen, wie wir Flüssigdünger fahren, Janis. Aber wir fahren kein Flüssigdünger. Ich sage, wir wollen jetzt sehr großkotzig auf 15 Minuten ohne zeigen, wie wir Flüssigdünger fahren. Guten Tag. Aber wir fahren keinen Flüssigdünger, warum kommt der denn raus? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Hast du Feldgrenze Hat der da Feldgrenzen drin? Ich hab da letztes Mal drumherum gemacht. Ich weiß nicht, wie die Hecke. Aha! Ja, Janis hat eine ganz einfache Idee gehabt. Feldgrenze löschen, ne, kannst du. Feldgrenze ist drin. Ist nicht drin. Das wird man ja sehen, oder? Hä? Ist nicht drin. Ne. Also sonst löschen wir die ganze Fläche. Aber ist alles raus, ne? Ist alles raus. Ja, also, das zeigt ja noch den 0,6er. Ja, warum tut der denn jetzt nicht? Hast du ja gerade alle unten gehabt oder oben gehabt? Die müssen alle oben. Ja, hatte ich auch. Ich die kannst du jetzt alle bitte oben lassen. Okay. Fahr nochmal. E-Mit kann er nicht. Es ist doch vollkommen seltsam. Das ist das Blöde, wenn man Mechanik und Elektronik miteinander kombiniert. Dann kommen wir jetzt irgendwelche Sachen. Ne. Nein, ist er nicht. Immer noch keine Idee. Ja, aber da darf nichts machen. Also, der schaltet ja sogar hinten. Ich habe gedacht, dass irgendwo anders dran liegt hier. An Pumpe, oder so, ne? Ne, Pumpe läuft ja. Pumpe läuft. So eine süße kleine Pumpe. Das gibt's doch nicht. Okay, wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt davon, dann bleibt einfach dran. Wir ziehen jetzt brutal durch hier.
Bitte nicht fahren, ich habe gerade die Leiter hoch. Schalte mal bitte wieder. Ja, schalte mal den Großen, den Ganzen. Fahr mal und schalte mal. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. So, Mama, auf. Die schalten alle, stopp. Schalte, mach da gleich nochmal bitte. Seht ihr, jetzt sind die Ventile, jetzt sind sie auf. Okay. Jetzt sind sie zu. Also das schaltet. Die Pumpe läuft, die Ventile schalten. Also hat da nichts mit Elektronik zu tun, Janis. Das hat nichts mit Elektronik zu tun. Was? Nee, weil er schaltet den ja. Also das, was er machen soll, tut's. Zapfwelle läuft, tut's. Ich dachte schon, Alter, ich hab mein Portemonnaie verloren. Neben diesem ackerbaulichen Desaster spielen sich ja auch noch menschliche Dramen ab. Dennis hatte sein Portemonnaie verloren. Da ist ja heutzutage in einem Portemonnaie noch drin. Das ist eigentlich gar nichts mehr. Ja, der ist zu. Ja, das kann sein, wenn du liegend Druck hast, aber der ist zu, der klappt. Das ist für Schleuse, das klappt auch, das ist zu. Da steht auch richtig, auf Spritzen, ist auch richtig. Ja, lecko Belli. Hä? Nein, brauchst du nicht, warte mal eben. Der hier ist zu, der Bypass. Warum ist der Bypass zu? Fahr mal los. Mach mal alles auf. Ah, nee, wenn der. Ne, Quatsch, ist ja Quatsch. Da müsste ja gehen. Nein, das ist Quatsch. Okay. Der Bypass, der regelt ja bloß. Also dieses Ding hier. Oh. Ja. Dieses Ding regelt die Menge. Wenn zu viel rauskommt, dann geht der weiter auf. Und dann läuft die Flüssigkeit zurück in den Tank rein. Das ist der Bypass. Die Pumpe ist auch da nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Da ist noch Spülwasser drin. Ja, das ist ja legal, das schaltet ja. Du kannst ja das schalten und deswegen die Ventile reagieren ja. Deswegen, dann läuft alles richtig. Die Pumpe ist auch nicht. Ich habe mich jetzt hier auf. Hallo bitte. Auf Spülschleuse gestellt und der pumpt nicht. Hier machen wir ein bisschen Gas. Notfalls jetzt immer Gas. Nein, nur fahren, nur Gas. Aus irgendwelchen Gründen saugt die Pumpe nicht. Scheiße. Haben wir da Handschuhe drin? Ja. Ist da Wasser drin als letztes, oder? Okay, 15 Minuten Schnitt wird jetzt 25 Stunden ohne Schnitt. An alle, die sich jetzt beschweren, hier ist maximal Wasser drin. Und im Idealfall fällt auch gleich sofort die Ventil und runter. Machst du mal die Zapfwelle aus jetzt? Das war ein richtiges Problem hier. Hand gleich Zange, kennst du doch. Da kommt jetzt überall Wasser rausgelaufen. Mal eben. Ich weiß nicht, der saugt ja nicht. Der müsste ja wenigstens die Spülschleuse anlaufen bringen, Ray, irgendwas tun. Das tut er gar nicht. Kommt nicht rum. Ja, irgendwo, aus irgendwelchen Gründen saugt die Pumpe nicht. Und dann ist am ehesten, dass die den Filter zusetzt. Weißt du?
habe ich letztes Mal auch noch sauber gemacht. Ja, trotzdem saust du pummelig. Ist richtig Vakuum drauf. Muss man den gar nicht losdrehen oder was? Das ist ja direkt. Das ist ja so schräg, wie das Druck auf. Ja, das ist so ein Vakuum. Ja, deswegen, eigentlich geht es ja mit runter. Das ist ja nur die Schraube, die hier die oben runter drückt. Das ist voll dicht, mal, weißt du? Ja. Jetzt kann man hier reingucken, die Flüssigkeit. Schreiben wir da rein. Flüssigkeit. Und jetzt auch aus irgendwelchen Gründen nicht an. Gar nichts anderes. Also hast du nichts anderes. Nein. Guck mal, der ist das. Du merkst ja, die sind Dampf drauf. Okay, irgendwo haben wir ein Problem. Das ist es nicht. Ist denn da innen drin irgendwas zu? Oh nein, wo ist denn so unser Überbuffing? Der ist sauber. Relativ sauber. So. Super. Wie viele Minuten haben wir ja noch? Okay, 27. Kannst du natürlich was anderes filmen, außer meinen Rücken? Nicht, nicht. Okay, dann ist es nicht. Also ist jetzt quasi das Saugfilter. Alles, was in die Pumpe geht, muss vorher hier durch. Und aus irgendwelchen Gründen kriegt der Saugfilter keine Luft. Willst du mal die Zapfen starten? So, jetzt hat er... Du wieder. Irgendwie ist verstopft. Machen wir wieder aus. Der baut da jetzt wieder Druck drauf. Gibt's nicht. Machen wir wieder an. Okay, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir da Dünger drin für den ganzen Tag und kriegen ihn nicht raus, weil irgendwo was zu ist. Das kann doch. Das kann doch aber nichts um. In einem schlimmsten Fall ist da was reingefallen und jetzt unten auf der Ansaugung drauf. Oder werden wir. Schwimm mal drauf. Füll mal hier drauf. Ich glaube, wir müssen nachher einfach ein paar Szenen rausschneiden, wo zu lang mal die Grunde. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Vor allem ein Riesenverlust an Fläche hier. Aber es ist jetzt gut gekommen, wa? Ja, das ist gekommen, aber nicht überall. Also stellen wir uns schandalig aus, ey. Schandalig. Okay. Scheiße. Heißt jetzt zusammenklappen? Ich weiß, ich habe noch keine Idee. Ich muss jetzt mal mir Gedanken machen. Also rein elektrisch ist das Problem. Es kann nicht rein elektrisch sein. Kann nicht. Es ist unmöglich. Wenn das rein elektrisch wäre, würden wir irgendwas sehen hier. Dann würden wir nichts sehen. Weil er hat ja oben geschaltet. Und es sind nur die Ventile oben und die Ventile. Die muss er elektrisch bedienen. Wer muss er ja gar nicht bedienen? Hab ich damit. Können Sie ein bisschen rumsauen? Natürlich haben wir auf jedem Trecker eine gescheite Zange liegen. So, du wirst in deiner komischen, lustigen Hobbyzange auch nicht weiter drin. Alles klar. Nein, also elektrisch ist unmöglich. Also wer ja. Ja, aber Janis, elektrischer Fehler wäre, dann wird da oben nichts laufen. Und wir haben hier ein Vakuum drauf. Normalerweise ist es der Druck drauf und hier ist auch nichts. Oh, 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 oh.
Okay. Scheiße, ist dünner. Also dann läuft. Scheiße. Deswegen ist es mal wichtig, mit ordentlich Schutzkleidung zu arbeiten. Ja. Ja, der klebt, aber Dünger ist doof. Wenn hier dann hinter, wir beiden dürfen auch nicht mehr Dünger abkriegen. Wir sind schon groß. Okay. Okay, das war jetzt nicht so clever von mir, aber wir haben schon mal festgestellt, der Tank läuft. Sind wir kaputt? Wasser ist drin im Tank. Jetzt kommt, was jetzt rauskommt, ist Wasser. Pures Wasser. Das ist das Reinigungswasser, wo ich mir gerade die Hände mitgewaschen habe. Okay. Also prüfe ich einfach nur, ob die Kugel schalten, weißt du? Ja, die schaltet auch, also sprich, der schaltet auch oben und richtig. Das gibt's doch gar nicht, ey. Raste gleich aus! Kennt ihr das Video mit dem Bauern und der Gülle? Hermann. Hermann heißt er. Bauer Herr. Bauer Herr. Ich will auch mal irgendwann so enden wie Hermann. So, jetzt können wir ja mal gucken, wenn wir jetzt den losschrauben. Hier, der hintere. Der geht ja auch vom Tank. Also der geht quasi. Also wir kommen hier unten vom Tank hoch und hier entscheidet sich der 3-Liegehahn, ob er Frischwasser nimmt von oben oder Tankinhalt. Und dann geht es hier weiter rein zu diesem 3-Liegehahn, der entscheidet sich, ob er Tankinhalt nimmt oder Frischwasser. Und alles, was hier durch, also was in die Pumpe geht, muss voll durch den Filter durch. So einfach ist das. Dann mal gucken, ob der hier irgendwie eine Macke hat oder hier zusitzt. Steht er nicht. Leute. Und wir schrauben jetzt mal an der Pumpe los. Kann man nicht. Ich will noch nicht ganz einsehen, das hat nicht funktioniert. Das kann man auch, genau. So. Aber der ist noch auf Sau. Also so läuft, so sind wir safe. Okay. Der Grüne darf es nicht verstellen, dann ist der Druck. Der Überdruck, der für den Tankreiniger ist, aber das hat nichts zu sagen. Läuft denn die Spülung so? Ja, ne, nur sie zu. Hä? Nur sie zu. Nein, ja, aber wenn man die losmacht, läuft die denn? Nein, ich weiß nicht, tschüss. Da läuft gar nichts, weil da überhaupt keine Drehzahl im Tank ist. Ja, ne, wie viele Stunden haben wir? Hört mal wieder. Das gehört immer dazu, man will schnell was machen. Und dann passiert ja so eine Kacke. So, jetzt haben wir den Kran hier, der zu diesem Hauptdrehweger angeht. Auf. So, was jetzt rausläuft, ist Wasser. Das klappt. Wasser kommt von oben. Jetzt können wir gucken, ob der Tank genau läuft. Klappt auch. Ich spüre wieder sauber mit Wasser nach. Kann man sowas bringen nachher im Fernsehen? War jetzt ja nicht wirklich viel. Fernsehen ist Deutschland. Also liebe Kritiker, wir haben jetzt circa 1 Liter Flüssigdünger ausgebracht. Das entspricht 190 Gramm Stickstoff. Wir dürfen pro Hektar 190 Kilo ungefähr ausbringen. Also wir haben jetzt ein bisschen zu viel auf dieser kleinen Stelle, aber wir werden das nachher verteilen. Okay, das ist. Was ist denn los hier? Warum zieht der nicht? Ich verstehe es. Ich werde den Moment nochmal vollkommen ausgerastet. Das steht überflüssig da. Ich wollte bitte die Pumpe kaputt sein. Also jetzt geht es ja von der Pumpe hier runter und dann kommt die Flüssigkeit hier wieder hoch. Und im Idealfall läuft die jetzt so hier weiter,
an dem Bypass vorbei zu dem Ventil, was dann hinten Spritze öffnet oder schließt. Und dann ist es weg. Oder hier jetzt hier durch die Spülung. Danke, Dennis. Ist hier denn nochmal ein Filter? Da ist nochmal ein Filter, da ist der Druck vorbei. Aber der hat ja jetzt nichts zu sagen. Wir kriegen ja hier auch nichts mehr laufen. Also ja. Müsste immer laufen hier, aber. Ich glaube, ich weiß ja nicht. Dennis, gibst du mal richtig Gas? Gib mal einmal Gas. Einmal Gas. Vielleicht ist da irgendwo eine Luftblase zwischen oder irgendwas. Die gucken noch nie, wo er trifft. Oder? Nochmal! Okay. Ganz einklappen. Auf der Pumpe sitzt also ein Luftbalk. Und wenn der platt ist, kommt auch nichts. Kann man jetzt sehr schlecht sehen. Na, das war so klar. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, na nö, das kenne ich noch ein Ding, das ist doch lieber beim Autoventil. Das ist das gleiche System, das ist ein Autoventil. Vielleicht mal gucken, ein bisschen Dampf drauf geben und dann. Du warst auch noch was? Nee? Du warst auch noch was? Nee, nee, wir müssen ein bisschen runter, wir müssen eben zur Werkstatt fahren. Schlag mal ein. Aua! Zum 20. Mal, ey. Scheiße! Und was ist das? Aber da ist auch noch kein Grund, warum. Mal gucken, wer von euch bis hier gekommen ist im Video. Der schickt mir jetzt das Codewort 37 Minuten. In den Kommentar bitte rein. Vielleicht verlosen wir irgendwas unter diesen Leuten, die jetzt zu lange durchgehalten haben. Wir fahren aber jetzt zur Werkstatt, dann machen wir weiter. Schöne Mordspritze. Ja, wir können ja bei diesem Zuhörer mal kurz darüber reden, welche Gedanken da gab es an diesem Frühjahr. Ja, diese Bauermilliarden. Ich drehe mal rum, dann machen wir mal einen Zweier. Werkstatt! Ja, hinten, vorm Haus raus. Also, ihr habt ja von der Bauermilliarde gehört. Und das gibt es ja Zuschuss auf viele Produkte. Und Maschinen und Düngetechnik und Co. Und auch für Pflanzenspritzen gibt es Zuschuss. In der Regel 40%. Wie auf alles 40%? Außer auf Tiernahrung. Boah, der war gut. Ich meine, alle verschiedenen Bereiche. Ja, das sind gelistet. Du kannst bei der landwirtschaftlichen Rentenbank, kannst du dir die Liste angucken, welche Produkte da gelistet sind und dann kriegst du deine 40% drauf. Und wir haben uns mal für den Spaß eine neue Spritze anbieten lassen. Also nur nicht auf Papier, sondern nur mal so mündlich besprochen. Und dann haben wir gesagt, wenn die Dinger mit 40.000 noch so viel kosten wie... Mit 40% noch so viel kosten wie... Ich rede immer so ein wirres Zeug und der korrigiert mich immer. Der darf das auch schon, der ist schon länger bei mir. Dann ist Fettes im Baumblatt. Ich sehe, der hat schon kommen. War knapp. Also, die Dinger sind so unfassbar teuer, die pflanzlichen Spritzen. Und ja, letztendlich, wenn wir was verändern, dann würden wir eine etwas größere nehmen. Und dann würde ich auch nicht mehr 21 Meter Gestänge nehmen, sondern am liebsten 30 Meter. Und dann bist du ganz, 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 ganz schnell in der Liga, die sechsstellig wird, netto. Und dann 40.000 Euro Förderung kriegen und 60.000 für Spritze auszugeben, wo ich sowieso eigentlich reduzieren möchte, macht dann keinen Sinn. Und die Spritze ist ja gut. Eigentlich tut sie ja. Wir haben gesagt, die läuft. Die tut. Jetzt hat es aber irgendwie eine Kleinigkeit. Bist du gerade zu schnell mit dir gefahren? Nein. Du hast gerade den Dünger geholt. Ja. Du warst zu schnell. Nein.
Sie verärgert. Ich hab mir alle Zeit der Welt gehört. Was? Genau. Okay, mal gucken, wie lange der Akku mit dem. Wir haben jetzt 40 Minuten. Ich habe noch nie so ein langes Video gemacht am Stück. Der lädt wahrscheinlich. Spaß beim Schneiden. Nee, das schneide ich nicht. Ich lade es stumpf so hoch. Wir haben bis jetzt immer interessanten Content geliefert. Wenn man, ja, sehen möchte, wenn man sehen möchte, welche Autos die Leute hier so fahren. Da Fahrräder. Und die wollen auch immer, dass ich einen Hof zeige. Ich zeige die nur fast jeden Tag. Der nennt sich auch nicht so viel dran, oder? Nö, die Pflasterstellen stehen immer noch rum. Ein paar Maschinen immer noch geparkt. Ja, die stehen draußen, weil die auch wieder nächste Woche, Donnerstag, Freitag, zum Einsatz müssen. Mecke. Ich weiß auch nicht, war da Mecke. Und habe ich schon gesagt, dass wir noch ein Projekt in der Halle stehen haben? Was wir. Das war schon gut so! Fahr mal eben rein! Ja, ja! Darfst du das noch nicht zeigen, ne? Ja, so langsam darf ich es zeigen, aber ich werde es nicht sagen, was es ist. Ich werde es nur zeigen. Alter, kommen die Leute und rufen. Kommen die Leute und rufen? Niemals. Oh, eine weiße Tür. Oh, hier ist was eingeklemmt. Was? Oh, da ist was eingeklemmt. Oh, eine weiße Tür. Oh, ein Auszubildender. Aber ich muss ja sagen, er ist ein guter Auszubildender. So, wir pumpen mal ein bisschen Luft auf. Lass den Trecker mal an! Denkst du dran, dass sich das Werkzeug drauf liegt? Ja. Und zwar ist das ja eine Membranpumpe. Und eine Membranpumpe braucht immer Gegendruck. Wenn sie nicht hat, pumpt sie nicht. Aber es war noch etwas Druck drauf. Ich weiß nicht, ob da genug war. Das sieht immer aus wie so ein Geschwür an so einer Pumpe. Müsst ihr jetzt zeigen, wie hier beim Einstecken was kacke? Warte mal, halt mal fest. Oder? Ich möchte keinen geblasen haben. Okay. Also hier sitzt so eine Blase dran. Kann man sehr schwer zeigen. Vielleicht gleich von, am besten von der anderen Seite. Ja, ne? Lauf mal den Boden. Genau. Das ist ein Ding da. Und da muss ein Gegendruck herrschen. Sonst pumpt die Pumpe nicht. Ich kann euch das auch genau erklären, aber da finden wir gerade Inspiration für. Das macht mit der Herde gut. Gut. Jetzt machen wir die Pumpe an, die Pumpe an. Noch immer noch nicht. Kannst du mit diesem kleinen Nuppel da unten steuern noch, ne? Also, sollte bitte die Pumpe eine Macke haben, das sieht ja passend aus. Natürlich der geilste Moment, wenn die. Ja? Ich muss dich ein bisschen mal dabei. Müsste ja Vakuum sein, aber es ist nicht mehr. Ja, das war's dann wohl. Pumpe kaputt. Und richtig scheiße ist, weil nämlich etwas schon viel Erde aufpumpen können. Das ist doch gut, ne? Richtig doof ist, weil die Spritze voll mit Dünger ist. Richtig doof.
Da drin sind Membranen, die werden von hinten gedrückt. Und wenn die undicht sind, irgendwo ist Feierabend. Scheiße. Aber kommt das denn auf einmal? Ha? Kommt das denn auf einmal? Keine Ahnung. Wo ist die Zipperzange? Danke. Könntest du mal eben die Zappe da ausmachen? Richtig. Ist von 2008, glaube ich, die Spritze. Das ist jetzt die Druckseite, genau, da kommt nichts raus. Machen wir die Pumpe an. Gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, da kommt nichts an. Ich krieg nichts. Okay. Machen wir mal in Zappel aus. Wenn der Freund schon so einen Druck aufgebaut hatte, dann hat er nicht viel Arbeit gemacht. Vorher hat er richtig Druck da drauf. Da ist ja dieses Ventil drin. Und wenn das Ventil jetzt nicht auslöst, das ist eine Logik jetzt hier. Das ist ja dieses gelbe Ding. Das macht ja nichts anderes als Ventil zu verschließen. Und dass hier keine Beuge Idioten. Wenn du dann den Filter rausnimmst, dass es nicht nachläuft. Dafür ist ein Ventil drin hier. Und wenn der nicht hochdrückt, dann bleibt das Ventil zu. Und dann sitzt hier oben drin. Das wäre die einzige logische Erklärung, die wir jetzt halten. Genau auf eine Position stehen, dass er da. Ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das sitzt. Entweder muss er genau auf der Position stehen oder muss weiter reingeschraubt werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Es gibt jetzt wieder jede Menge schlaue Kommentare auf das Video. Wahrscheinlich auch mit Recht. Zu Recht. Mach nochmal an, Karin. Ich denke, dass der irgendwie eine Macke hat hier. Das kommt raus. Da ist noch nichts passiert. Pumpe aus. Also der ist ganz seltsam hier. Scheiße. Ich glaube, dass das das Problem ist. Der dreht sich auch so komisch. Dieses Gewindepflanze. Scheiße, schon wieder passiert, ey! Ich reg mich zwischendurch sehr häufig auf. Dann müssen wir da ankotzen. Der Gewinn ist fratzig. Hat der irgendwann noch umgeschraubt bis zum Anschlag? Ist kaputt. Und dann ist das Problem. Wenn wir eher drauf kommen können. Ist ja wieder so ein Vakuum drauf.
Oh, Scheiße! Oh, Mist! Deswegen das Vakuum. Weil der nicht weg kann hier. Was gibt's euch? Minus 20 Bar. Mach bitte mal Strecke aus, Janis. Das ist ein mega Vakuum. Das ist nicht normal, dieses Vakuum. So, jetzt hast du hier Dinge. Wenn der hochdrückt. Scheiße, ist schon. Nee, ist noch Wasser. Okay. Der drückt den dann hoch? Der drückt den hoch, genau. Okay. Und dann füllt er sich. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, da war doch schon. Aus irgendwelchen Gründen drückt er nicht mehr hoch. Das ist quasi einfach nur ein Ventil unten drin. Hätte schon eher drauf kommen können, nicht Otto. Ich weiß gar nicht genau, die ist eigentlich nur eine Ablassschraube hier. Das Ding drückt, also hier ist doch dieser Plastikding drin. Oder? Ja. Das müsste eigentlich da oben runterdrücken. Hallo? Darüber verschiebst du den. Verschiebst du? Nee, den verdrehst du. Da verdreht man das Ding. Und der kommt nicht mehr hoch genug, glaube ich. Und dadurch. Kannst du den in der Höhe dann. Ja, dadurch geht der ein bisschen hoch. So. Jetzt versuchen wir den mal so stehen zu lassen. Jetzt habe ich den gerade so viel gedreht, dann stelle ich von innen komplett kaputt. Aber jetzt war gerade auch so ein Vakuum drin. Es kann ja sein, dass das Vakuum jetzt so riesengroß war. Übermotivierte Bauernkinder. Eindeutig unterforderte Bauernkinder. Ja, wir müssen mal irgendwas machen, Jonas. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich fertig sind. Das war jetzt irgendwie eine totale Fehlkonstruktion, was wir hier gemacht haben heute. Hat ja richtig funktioniert. Oh, ich hasse sowas. Im Idealfall bauen wir den jetzt rein. Nein, nein. Ah, das ist der Bagger. Achso. Dann muss ich laufen. Ja, hör mal. Der war daneben. Der hat daneben gesessen. Ich glaub's nicht. Daneben? Der hat daneben gesessen. Woran hörst du das? Dass jetzt was kommt, oder? Jetzt geht er rein, ohne? Ja, jetzt. Jetzt hast du Flüssigkeit. Kannst du den Trecker machen? Anmachen. Leute, nach.
Okay. Ich will das nicht. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Wieder vorne. So, wer jetzt noch dran ist, der schreibt in den Kommentar rein. Was schreibt in den Kommentar rein? Alte Schweinebacke, was dauert das Video lange? Jetzt reinschreiben. Weiter geht's. Fahren wir rüber, wir haben nicht mehr ganz viel Akku. Zapfen aus. Also das war tatsächlich jetzt dieses kleine Ding, was daneben gesessen hat und deswegen der nicht hochgedrückt war. Warum auch immer der nicht mehr drin war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du fährst aber daran, wo Janis rausgefahren ist, okay? Okay. Das war jetzt ein Fehler, den habe ich noch nie gehabt. Wärt ihr drauf gekommen? Also, man muss überlegen, man muss ausschließen. Und wir haben ja relativ schnell festgestellt, dass ein Vakuum drauf ist, aber dass das Ding daneben sitzt und nicht entsperrt, habe ich niemals mit gerechnet, weil das war eigentlich noch nie ein Thema. Unfassbar. Ja, der fährt auch mal sehr, sehr umsichtig, muss ich sagen. Gut, wir haben die Stunde gleich voll. Ich habe noch nie ein Video gemacht, was so lange dauert. Eine Stunde lang. Ja. Zum Thema Kinder und Video. Ich werde meine Kinder im Video nicht zeigen, also nicht bewusst. Wenn sie mal durchs Bild huschen, ist es so. Aber ich werde sie nicht dazu zwingen, was zu sagen oder sie gegen ihren Willen oder auch wenn sie es wollen, ins Video reinzustellen, weil sie einfach noch zu jung sind dafür. Ich habe 3 Kinder und sie sind 13, 11 und 8. So, und jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert hier. Was? Die linksten. Ja. So, Janek wird jetzt ausklappen. Ja, das ist können wir mal kurz die technischen Daten besprechen hier. Das ist halt eine Lemken-Spritze, eine alte RTS-Spritze. Lemken hat damals das Patent davon gekauft, glaube ich, oder die Firma übernommen. Und die hat einen Nutzinhalt von 2400 Liter. Und hat dann eine Arbeitsbreite von 21 Meter für unsere Flächen eigentlich vollkommen ausreichend. Da können wir super mit fahren eigentlich. Passt halt nicht gut zur Güllespur, aber wenn man bewusst die Gülle fährt, dann passiert eigentlich nichts. So, jetzt mal gucken, ob der Jan Hinnack da alles hinkriegt. Ich glaube, der ist noch nie gefahren. So, jetzt müssen wir beeilen, weil der Akku ist gleich leer. 540er reicht, genau. Genau, dann Zapfel an. So, lass mal das Gestänge ein bisschen sacken. Das hört sich schon anders an. Aber ich muss eben umschalten, warte. Hört ihr das? Die Spritze spritzt. Jetzt machen wir eben, kannst einfach geradeaus fahren. Und dann machst du den, genau, den hoch. Der bleibt erstmal aus, genau. Pass auf den einen Baum da auf. Da muss ich ein bisschen hochhalten. Oder fuck hinter dem Baum einfach an. Hier haben wir einen Blühstreifen. Das werden. Oh, wie heißen die Blumen nochmal? Ja, diese roten. Mein Gott, fällt mir gleich wieder ein. Da haben wir letztes Jahr ganz viele von. Ja! Heben wir ein bisschen hoch. Da kommt der Dünger, seht ihr das? Boah, Leute, wie scheiße war das denn wohl jetzt? Könnt ihr noch runter machen? Nicht nachmachen, bitte. Guck mal.
Stunden haben wir voll. Fahr mal so, du kannst so. Du 10 kannst du fahren, ist kein Problem. Wie tief? So tief wie geht. Ja, so durchhängen lassen. Ja, du musst aufpassen, die Schläuche nicht zu hoch wackeln. Fahr mal so 8. Die dürfen sich nicht hocharbeiten, die müssen unten bleiben. Genau, ihr seht ja hier, 175 Liter bringt die. Ah, hat er jetzt. Fahr weiter, 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 fahren, weiter, fahren. Wir sind da kurz nachgeregelt. Ob da schon wieder was zugefallen ist? Nein. Was denn? Der schaltet dann gleich ab. Nee, der schaltet nicht ab, solange das hier nicht blinkt. Jetzt steht er manuell da unten. Ja. Und deswegen schaltet er nicht ab. Das können wir gleich hier auf Auto manuell umschalten. Ich glaube, wir haben zu wenig Drehzahl. Wir schalten gleich mal um auf die 540 E-Zapfwelle, ja. Und weil du fährst wahrscheinlich, fahren wir ein bisschen langsamer, dann wieder die 100. Wie viele Liter wollen wir haben? 125 Liter wollten wir haben, ne? Ja. Das macht total Quatsch. Fahren wir langsamer. Hey, was macht der denn jetzt? Mach mal aus. Schau mal hin. Oh, Leute der Nacht. Jemand hat den hier ausgemacht. Ja, das ist richtig. Weiter? Fahr mal weiter. Das läuft heute überhaupt nicht. Fahr mal weiter, mach mal hoch. Jetzt ist es. Ja, alles gut. Nein, nein, nein. Den mal nicht mit hoch. Jetzt haben wir so toll über unsere Spritze gepuchtet und die läuft überhaupt gar nicht. Was hat sie denn? 194, 203. Keine Ahnung. Viel zu viel. Okay, Leute. Das nächste Problem steht an. Akku ist gleich leer. Deswegen, moin. Deswegen werden wir hier dieses Video einfach stoppen. Irgendwas klappt hier schon wieder nicht. Und jetzt aber langsam die Schnauze voll. Wenn ich jetzt gleich auflege, hier das Video beende, werde ich laut schreien. Ich werde ziemlich laut schreien. Und vielleicht hört ihr es auch noch. Dann wisst ihr, da war das Video zu Ende. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wo der Fehler liegt. Ich habe keine Ahnung. Macht es gut, Jungs und Mädels. Bis dann. So, jetzt klappt es. Druck passt. Habt ihr gerade meinen Schrei gehört? Ja, das war ich, genau. Ich werde jetzt hier runtergehen, ich habe keinen Bock mehr. Es liegt wahrscheinlich an der zu geringen Fahrgeschwindigkeit, zu viel Drehzahl oder wahrscheinlich an den falschen Düsen in den Schleppschläuchen drin. Da habe ich zwei verschiedene Größen drin und jetzt sind wahrscheinlich die großen drin. Deswegen baut er nicht genug Druck auf und kann nicht genug wegregeln. Aber wir fahren so weiter. Einfach schnell fahren. Wir sind jetzt gerade 11 km/h gefahren. Dann klappt. Tschüss. Das war der letzte Nachtrag zu diesem lustigen Video hier. Danke fürs Anschauen und lasst ein Like da oder mit dem Gamezeichen, wenn ihr bis hier gekommen seid. Macht aber so. Dann weiß ich, dass ihr uns zugehört habt.